3500 sind gestartet. Gibt hier gleich den Ton an. Eine Vierergruppe hat sich hier gebildet. Agatha Strauße ist noch mit dabei, Cornelia Wohlfahrt und Sandrina Illes. Also die Top-Favoritinnen hier auf die Medaillen sind hier vorne weg. Jenny Wendt hat die 1500 schon fünfmal gewonnen. Die 5000 gestern zum ersten Mal. Da staust du jetzt in Führung. Cornelia Wohlfahrt auf Rang 2, Sandrina Illes. Auf Rang 3, Agatha Strauße, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, die läuft hier außer Wertung. Und Jenny Wendt hat das Rennen offen sichtlich beendet. Möchte hier wahrscheinlich nichts riskieren vor den Olympischen Spielen. Und die junge Dame, die jetzt gleich auf die Zielgeraden einbiegt, die kennen die Salzburger ganz besonders. Die hat hier die Leichtathletik erlernt, Agatha Strauße. Das ist ganz toll unterwegs. Ihre letzte Runde. Ja, und dahinter gibt es einen Zweikampf um den österreichischen Staatsmeistertitel über 1500 Meter. Cornelia Wohlfahrt gestern der erste Titel in der allgemeinen Klasse über 800. Und Sandrina Illes gestern Silber über 5000 Meter. Diese beiden begeben sich jetzt auf die letzte Runde. Ist dir schon eine Vorentscheidung gefallen? Ja, eine kleine Vorentscheidung, aber es geht ja noch 150 Meter. Sandrina Illes hat sich jetzt ein bisschen absetzen können. Agatha Strauße ist jetzt im Ziel und nochmals, sie dreht die Außenwertung an, aber macht hier ein tolles Rennen. Kompliment. Sehr, sehr gut in Form. Ja, und wie schaut es dahinter aus? Gibt es hier noch eine kleine Überraschung? Kollege Wolf kämpft sie doch mal an. Das wird ganz, ganz eng. Und sie holt sich hier ihren zweiten Titel, ihren zweiten Staatsmeistertitel am Wochenende hier in Riff. Unfassbar konnte Sandrina Illes hier noch abfangen am Schluss. Wahnsinn Gold für Cornelia Wohlfahrt. Sandrina Illes holt Silber, wie schon gestern, über 1500 Meter. Und wer holt sich hier Bronze? Nochmals ein spannender Kampf hier. Wer kann das hier packen? Das war ganz knapp. Laura Ripfel oder Elisabeth Pöltner-Volkowitsch.